Moin. Jo, der Titel hat es natürlich schon verraten. Heute geht es um ein Modell aus dem Hause Spyderco, und zwar aus der Bird-Linie. Das sind ja die Messer, die Spyderco in China produzieren lässt, unterhalb der Modelllinie Bird. Ich vermute mal, die meisten von euch kennen die. Die sind ja noch mal eine ganze Ecke günstiger als die Spyderco-Messer. Da findet man doch einige Modelle unter 50 Euro noch, und die Qualität ist halt sehr gut. Das Bird Rescue 2 in der Vollwelle. Und das ist großartig. Das ist einfach großartig. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder die Serrations bei Spyderco ausgecheckt. Ich hatte mal ein Police mit Vollwelle, super Messer. Dann das Tenacious hier, auch mit Serrations. Hat mir auch ganz gut gefallen. Wobei ich hier ganz klar sagen muss, dass die Welle, die Serrations beim Kara 2 für die Arbeiten, die ich vollführe, und das ist auf der Arbeit hauptsächlich Pappe zertrennen und Ummantelungsbänder von Paletten kappen, da ist die Welle oben deutlich besser, wie so ein Brotmesser geschliffen, nicht so spitz. Oftmals sind Serrations mit solch spitzen Zacken, die können sich durchaus im Material mal verfangen, und dann wird es einfach ein bisschen widerspenstig, da dann durchzugehen. Und das ist hier überhaupt kein Problem. Damit lassen sich dann auch Tomaten oder mal Brot gut mitschneiden. Also auch beim Food Prep jetzt nicht die Wahl Nummer 1, aber einfach ein taugliches Messer. Über dem Backlock ein sicheres Messer, da wir hier so ein Choil haben, lässt es sich auch immer schnell schließen. Wenn es erstmal eingelaufen ist, kriegst es gut einhändig geöffnet, über das Klingenloch, und dann kannst du über den Backlock hier, den drückst du, die Klinge fällt zu, und so hast du einfach eine schnelle Einhandöffnung, Einhandschließung. Sehr großes Messer auch, hier mal im direkten Vergleich zum Paramilitary 2, das doch nochmal eine Ecke kleiner. Und auch im direkten Vergleich mit dem Kara 2 von Bird, da haben wir dann dieselbe Gesamtlänge, die gleiche Griffform. Das ist auch so die Griffform, die mir sehr gut, meiner Hand zumindest, sehr gut zusagt. Das Endura von Spyderco habe ich selber, ich glaube, 2 oder 3 Mal schon gehabt, aber ich habe es jedes Mal wieder verkauft, weil der Griff mir einfach nicht so gut in die Hand passte. Und das ist hier ein bisschen anders gehalten. Wir haben hier halt wirklich ein Choil, das ist beim Endura nicht vorhanden. Und ich meine, beim Endura im Griff haben wir einen anderen Verlauf. Hier haben wir einen kurzen Schwung und dann lang. Und ich glaube, beim Endura ist es umgekehrt. Du hast einen langen Schwung und dann einen kurzen. Und da bettet sich meine Hand, also beim Endura, einfach nicht gut ein. Hier beim Kara 2 funktioniert das ganz wunderbar. Großartiges Messer, ganz klar ein Tipp. Und absoluter Top-Tipp von mir, wer ein Arbeitsmesser sucht, das leicht daherkommt, nicht so heftig in der Hosentasche aufträgt, obwohl du natürlich einiges da in der Hosentasche dann hast. Also das ist schon ein langes Messer, auch geschlossen, baut dann auch einige Zentimeter auf, aber es wiegt halt wirklich durch die Nylon-Griffschalen recht wenig. Stabil verschraubt, Clip vierfach umsetzbar. Also für mich ist das ein großartiges Messer. Das wird auch mein Tenacious ersetzen. Ich denke mal, das Tenacious werde ich wieder verkaufen. Dafür habe ich jetzt nicht wirklich noch eine Verwendung. Was ich da aber sagen kann, ist, dass die Lightweight-Griffschalen von Spyderco optisch doch nochmal einiges mehr hermachen. Da wirken die von der Bird-Linie doch deutlich billiger in der Anmutung. Das sieht schon nach wirklich günstigem Plastematerial aus. Aber ist Nylon, was wirklich gut funktioniert, was einiges aushält. Und die Klinge hier ist halt absolut fähig mit dem sicheren Backlock-Verschluss, schneidfähig. Pappe ist damit kein Problem. Wie ich schon sagte, die Ummantelungsbänder, und da hat man ja wirklich zähes Material mitunter. Das ist wirklich gar nicht so einfach für ein Messer. Aber wenn du da mit den Serrations einmal rangehst, hoppla, so
So, Kamera lebt noch, ja. Aber wenn man da einmal reingeht, da kommst du gut durch. Wenn ich drunter gehe und hebel, durch die Zacken werden die meistens einfach so weggesprengt. Dann halt die Klingenform stabil aufgebaut, läuft nicht dünn aus. Hier mal beim Caracara der direkte Vergleich. Die sehr dünne Spitze vom Caracara und die stabile Klingenspitze vom Rescue. Das hat einen anderen Einsatzzweck, aber auch als Arbeitsmesser ganz wunderbar. Wie gut es als Rettungsmesser funktioniert, das kann ich euch nicht sagen. Gibt es auch noch mit Blaze Orange Griffschalen. Wird sicherlich ein sehr, sehr taugliches Modell sein. Aber auch als Arbeitsmesser und auch als EDC-Messer macht das keine schlechte Figur. Und wen sollte es wundern, aus dem Hause Spider Co., da kommt halt kein Schrott. Das ist so und das, ja, das wird wohl ziemlich, ziemlich sicher auch in der Zukunft so bleiben. Alles andere würde mich persönlich doch sehr, sehr wundern. Guti, soviel zum Rescue 2. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit, wer dran geblieben ist. Habt viel Spaß mit euren Messern, mit euren Spinnen, wenn ihr denn ein Spider Co. nutzt. Falls einer von euch Birdmesser nutzt, lasst gerne ein Feedback da, wenn ihr Bock habt. Und ich verbleibe wie immer mit All Knives are Great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.